Es ist 4 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Jan-Hendrik Grafler. Guten Morgen. In einer norwegischen Kleinstadt hat ein mit Pfeil und Bogen bewaffneter Mann 5 Menschen getötet. 2 weitere wurden schwer verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter allein gehandelt hat. Sophie Donges für WDR aktuell. In der Nacht veröffentlichte die Polizei erste Details zu dem mutmaßlichen Täter. Es handle sich um einen dänischen Staatsbürger, der etwa 30 Jahre oder älter sei und in der Kleinstadt Kongsberg lebe. Zu einem möglichen Motiv wollte sich die Polizei bislang nicht äußern. Man ermittle in alle Richtungen, auch Terror werde nicht ausgeschlossen. Zeugen berichteten, dass ein Mann bewaffnet mit Pfeil und Bogen um sich schieße. Etwa eine halbe Stunde später konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter festnehmen. Er soll 5 Menschen getötet und 2 schwer verletzt haben. Der Kampf gegen den Hunger auf der Welt verläuft nach Einschätzung der Welthungerhilfe viel zu langsam. Heute wird der Welthungerindex vorgestellt. Darin heißt es, dass die Weltgemeinschaft bei ihrem Ziel, dass bis 2030 kein Mensch mehr hungern müsse, dramatisch vom Kurs abgekommen sei. Aktuell hungerten weltweit mehr als 800 Millionen Menschen. Die Videoplattform YouTube hat 2 weitere Videos der umstrittenen Aktion Alles auf den Tisch gelöscht. Die Videos hätten gegen Richtlinien des Unternehmens verstoßen, in denen es um Missinformation zur Corona-Pandemie gehe. In den Videos kritisieren unter anderem Schauspieler die Corona-Maßnahmen und die mediale Berichterstattung darüber. Kritiker werfen den Machern vor, verschwörungsideologische Erzählungen zu bedienen. In Essen ist am Abend eine außergewöhnlich große Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Eine Luftmine mit 840 Kilogramm Sprengstoff. Vor der Entschärfung mussten sich 11.000 Menschen in Sicherheit bringen. WDR aktuell. Aus der Region. Ein Konzept für Kindertagesstätten im Ruhrgebiet hat Chancen auf den Deutschen Kita-Preis. Die Dortmunder Kulturkitas gehören in diesem Jahr zu den Nominierten. Katharina Strohmeier, WDR Dortmund. Insgesamt 12 Kitas in der Stadt sind mittlerweile ganz offiziell Kulturkita. Sie wollen die Fantasie und Kreativität der Kinder im Alltag fördern. Zum Beispiel dürfen die Kinder auf Töpfen Blechmusik machen. In den Kitas gibt es atelierähnliche Räume und tägliche Angebote zum Singen, Tanzen oder Verkleiden. Außerdem lernen die Kinder verschiedene musikalische Stilrichtungen kennen und auch echte Künstler. Damit haben die Dortmunder Kulturkitas es beim Kita-Preis in die Runde der letzten 15 geschafft. Ende des Jahres bestimmt eine Jury die Finalisten. Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Es ist meist dicht bewölkt und stellenweise auch neblig. Hier und da sind auch einzelne Schauer mit dabei. Bis zum Vormittag bleibt es neblig, grau und auch nass. Erst am Nachmittag lockert es auch mal auf. Die Höchstwerte: Siegen erreicht 14, Essen 15, in Düsseldorf maximal 16 Grad. Das war WDR aktuell.